Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ich hoffe, du liest diesen Artikel, William Stoke. Du und viele andere. Denn dieser Artikel ist ein Teil meiner Rache. Rache für das, was du mir vor 15 Jahren angetan hast. Alle Welt soll es erfahren. Vielleicht hätte ich nie angefangen, meine Geschichte zu schreiben, wenn nicht eines Tages eine junge Dame in meinem kleinen Laden aufgetaucht wäre. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Sind Sie Mr. Fraser? Ja, Miss. Womit kann ich... Mein Name ist Elwood. Rosalind Elwood. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich hatte vor kurzem ein kleines Geschäft für Schreibmaschinen eröffnet. Am unteren Ende der Hauptstraße. Direkt am Markt von Belang. Es war das erste Geschäft für Schreibmaschinen am ganzen Amazonas. Und der Laden lief nicht schlecht. Ich lebte schon über 15 Jahre in dieser Region. Und es passierte häufig, dass Fremde mit Problemen zu mir geschickt wurden. Die junge Dame, die jetzt vor mir stand, war allerdings ganz anders als die rauen Kerle sonst. Ich schätzte sie auf höchstens 27 Jahre. Das Erste, was mir an ihr auffiel, war ihr makelloser Tropenanzug. Ich bin Botanikerin, Mr. Fraser, und plane eine Expedition in den Urwald. Ach, übrigens, Sie sind doch Engländer, nicht? Ja, ich weiß nicht. Das ist gut. Es handelt sich hierbei nämlich um eine nationale Aufgabe. Ich muss mich ganz auf Ihre Verschwiegenheit verlassen können. Bis wann können wir ein kleines Boot und etwa 5 ortskundige Helfer zusammenbekommen? Miss Elwood. Miss Elwood. Ich weiß nicht, von was für nationalen Aufgaben Sie da reden. Und es ist mir auch völlig egal. Aber eines weiß ich. Zu einer Expedition in den Urwald gehört etwas mehr als ein frisch gewaschener Tropenanzug und ein Helm auf dem Kopf. Waren Sie schon einmal in einem tropischen Regenwald? Nein, aber... Nationale Aufgabe. Sollen Sie vielleicht die königliche Orchideensammlung um ein paar hübsche tropische Exemplare bereichern? Leider sehe ich, dass ich mich in Ihnen geirrt habe. Ich werde auch alleine zurechtkommen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Guten Morgen, Mr. Fraser. Es war die Zeit des großen Kautschukbooms am Amazonas. Wie ein riesiger grüner Schwamm saugte der Urwald die Menschen aus den Hungerregionen im Osten an. Wer hierher kam, hatte nicht viel Gepäck. Eine kleine Tasche vielleicht und ein Sisalbündel über der Schulter. Schwerer trugen die Menschen an ihren Träumen vom Glück und vom großen Geld. Zu den vielen Stimmen des Waldes gesellte sich das einförmige Kratzen der Gummisammler. Ich hatte Miss Elwood schon beinahe vergessen, als ich sie einige Tage später bei einem der kleinen Boote am Markt heftig gestikulieren sah. Sie verhandelte mit ein paar Männern, wie es schien, ohne Erfolg. Ihre selbstsichere, energische Art hatte die Männer misstrauisch gemacht. Und sie ließen sie einfach stehen. Entmutigt ging sie über den Markt zurück. Vorbei am Stand einer alten, blinden Kabokler. Leute, kommt hierher, ich kann euch helfen. Habt ihr Liebeskummer? Dann kauft diese Flossenspitze des roten Delfins. Oder hier, der Balg vom Uirapuru. Wer den besitzt, wird immer Glück haben.
Was machen Sie denn hier? Ich suche spezielle Pflanzen. Setzen Sie sich hierher, ich werde Ihnen helfen. Aber Sie brauchen Zeit. Hier brauchen Sie immer Zeit. Für alles. Man kann dieses Land nicht so schnell verstehen. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte vom Suchen. Wenn ein Indianerjunge kein Kind mehr ist und noch kein Mann, dann wird es Zeit für seine große Wanderung. Er muss sein Dorf verlassen und darf erst wiederkehren, wenn er die Federn des gelbschnabeligen Tukans und eine Frau gefunden hat. So will es die Regel. Keiner aus seinem Dorf darf ihm helfen oder ihn begleiten. Nur eine Tierfigur erhält er zum Abschied, aus weichem Kautschuk und innen hohl. Diese Figur ist seine Glücksfigur. Das Glück, so sagt man, möchte sich vor den Blicken der Menschen verstecken und lebt deshalb gern in diesen Kautschukfiguren. Ob allerdings wirklich das Glück darin wohnt, das weiß man erst am Ende seines Lebens. Niemals aber, das hat man dem Jungen eingeschärft, darf er eine solche Figur öffnen. Denn das Glück mag sich nicht nackt zeigen. Wer es dennoch macht und das Glück wirklich darin findet, wird so von ihm überwältigt, dass er wieder zu einem Kind wird. Und niemals mehr kann er als ein Erwachsener in sein Dorf zurückkehren. Ich weiß nicht, was plötzlich in mich gefahren war, dass ich mich mit an den Stand der Kapokler stellte. Aber eines weiß ich. Es war nicht nur Mitleid mit der jungen Lady, der nichts zu gelingen schien. Hallo, Miss Elwood. Mr. Fraser. Sie haben sich aber angeschlichen. Ich habe mir die Sache überlegt, ich werde Ihnen helfen. Oh. Ja, ein bisschen Abwechslung kann mir eigentlich nicht schaden. Kommen Sie doch heute Abend in die Oper. Loge 7. Da können wir uns weiter unterhalten, wenn Sie meine Hilfe noch wollen. Aber... Und hüten Sie sich vor diesen Geschichtenerzählern. Sie stehlen einem nur die Zeit. Ach, hör auf, Fraser. Du hast doch auch tagelang hier an dieser Stelle gesessen und zugehört. Daher weiß ich auch, was ich sage. Guten Abend, Mr. Fraser. Oh, setzen Sie sich. Es ist wunderbar. Mr. Fraser, wir wollten doch... Dieser Urwald schwitzt eigenartige Sachen aus. In Manaus bauen sie jetzt eine Oper, die noch prächtiger wird. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht so viel von Musik. Okay. Sie sind nicht gekommen, um mit mir über Musik zu sprechen. Sprechen wir von Ihrem Auftrag. Sie suchen Kautschukbäume, stimmt's? Woher wissen Sie das? In dieser Stadt ist es leichter, in einer Stunde 100 Millionären zu begegnen, als ein Geheimnis für sich zu behalten. Was ist das für eine nationale Aufgabe, die Sie haben? Ich soll im höchsten Auftrag Samen von Hevea brasiliensis vom Kautschukbaum nach England holen. Die Samen sollen in den Gewächshäusern von Kew Gardens auskeimen und anschließend in unsere ostasiatischen Kolonien gebracht werden. Wir werden Plantagen anlegen. Ausgedehnte Gummiplantagen. Aha. Auf das brasilianische Kautschukmonopol haben es die Briten also abgesehen. Wie ungerecht, auch vom lieben Gott den Kautschukbaum nur in dieser grünen Hölle Brasiliens wachsen zu lassen. Warum gönnen uns die Briten nicht unseren Luxus? Unsere Oper, unsere feinen Boulevards. Mr. Fraser. Sie sind doch selber Brite. Wie können Sie so reden? Außerdem müssten Sie doch besser wissen, dass dieser ganze Reichtum nur auf dem Rücken abertausender Gummizapfer zusammengerafft wird. Die leben doch kaum besser als Sklaven. Es geht hier nicht um finanzielle Vorteile. Es geht auch um einen Akt der Menschlichkeit gegenüber diesen armen Teufeln. Miss... In diesem Land sind schon andere Missionare gescheitert. Ich weiß nicht, ob der Diebstahl von Samen des Kautschukbaums eine bessere Heilslehre sein wird. Wir haben eine moralische Verpflichtung, uns überall für die Belange der Zivilisation und Freiheit einzusetzen. Das klingt ja wie der Premierminister persönlich.
Wissen Sie überhaupt, was Sie erwartet, wenn Sie erwischt werden? Ich weiß nicht. Gefängnis vielleicht? Zuchthaus. Viele, viele Jahre Zuchthaus. Aber da hat es auch noch ganz andere Strafen gegeben. Dieben wurden schon die Hände abgehackt. Oder sie wurden 3 Tage an den Armen aufgehängt. Ist das wahr? Schrecklich. Das ist kein Witz. Die brasilianische Regierung weiß, wie wichtig der Schutz ihres Monopols ist. Und sie wird vor nichts zurückschrecken. Ja? Haben Sie immer noch Lust, Ihren Auftrag auszuführen? Ich weiß nicht. Aber ich, die Sache beginnt mich zu interessieren. In der Oper sah ich Miss Elwood zum ersten Mal ohne Tropenanzug. Mein Entschluss stand fest. Direkt am nächsten Tag besorgte ich eine Vertretung für meinen Laden. Und wenig später fuhren wir dann mit einem wendigen Boot den Amazonas hinauf. Wir, das waren 4 zuverlässige Männer, die ich angeheuert hatte, Miss Elwood und ich. Unser Ziel war ein Seitenarm, etwa 2 Tagesreisen flussaufwärts. Miss Elwood saß vorne im Boot und ließ ihre Füße ins Wasser baumeln. Wollen Sie Piranhas angeln? Piranhas? Gibt es hier Piranhas? Natürlich gibt es hier Piranhas. Aber stecken Sie Ihren Fuß ruhig wieder rein, so schnell wird schon keiner anbeißen. Eigentlich schade, Piranhas schmecken nämlich ganz gut. Wenn einer in Ihren großen Zeh beißen würde, müssten Sie nur schnell den Fuß aus dem Wasser ziehen und wir hätten ein delikates Abendessen. Darauf kann ich sehr gut verzichten. Und Piranhas schmecken wirklich gut? Oh ja. Sie sehen gar nicht so aus, wenn ich mich recht erinnere. Sehen Sie mal da drüben. Wie schön. Diese blauen Vögel am anderen Ufer. Blaukopf-Aras. Die schmecken leider nicht sehr gut. Bewerten Sie eigentlich alles nach seiner Genießbarkeit? Im Urwald kann das ganz nützlich werden. Bei Ihnen bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Über den Kannibalismus sind Sie doch hoffentlich hinaus. Woher kennen Sie den Urwald so gut? Ich habe 2 Jahre hier gelebt. Eigentlich wirkt der Urwald gar nicht so bedrohlich. Vom Wasser aus. Ja, warten Sie nur, bis das Gewitter gleich anfängt. Da hinten ziehen schon dunkle Wolken auf. Es wäre überhaupt besser, wenn wir bald einen Lagerplatz fänden. Die Dunkelheit bricht ja ziemlich plötzlich herein. Unser Nachtlager schlugen wir an einer wenig bewachsenen Uferböschung auf. Während die Männer draußen an dem langsam verlöschenden Feuer noch einige Lieder sangen, schaukelten Miss Elwood und ich in unseren Hängematten auf dem Boot. Sie haben mir noch nicht erzählt, warum Sie 2 Jahre im Urwald gelebt haben. Die meiste Zeit war ich bei einem Indianerstamm am Oberlauf des Orinoco. Als Forscher? Wollten Sie das Leben der Wilden studieren? Nein, höchstens umgekehrt. Die Indianer wollten mein Verhalten studieren. Ich war ihr Gefangener. Oh. Ja, es war, wie ich ziemlich bald herausfand, genau der Stamm, vor dem die Missionare vorher so gewarnt hatten. Ein Stamm, der die Tradition der Schrumpfköpfe sehr pflegt. Und wie kam es, dass ich Ihren Kopf auch heute noch in seiner normalen Größe bewundern kann? Ich nehme wenigstens an, dass es die normale Größe ist. Ich kann zaubern. Oh. Ja, ich war früher in England in einem Zauberclub. Und aus dieser Zeit kann ich noch ein paar Kunststückchen. In meiner Not führte ich sie den Indianern vor. Es klingt vielleicht etwas komisch, aber von da an wurde ich von ihnen als eine Art Zauberer geachtet. Immerhin haben diese Tricks mir das Leben gerettet. Und warum sind Sie dann so lange dort geblieben? Als großer Zauberer? Die Indianer waren sich noch nicht einig, ob ich ein guter oder ein böser Zauberer bin. Als guter Zauberer hätten sie mich bei sich behalten, als böser hätten sie wohl nicht lange mit mir gefackelt, eine Zwickmühle. Und für was haben sich die Indianer schließlich entschieden? Sie haben sich entschieden, abzuwarten. Und dann? Nach fast 2 Jahren ist mir dann die Flucht gelungen. Über die Stromschnellen des Orinoco, über den Tabapo und den Rio Negro bis weiter zum Amazonas.
Und dabei habe ich auch gelernt, was man so alles essen kann. Eine abenteuerliche Geschichte. Aber wenn man sie so erzählen hört, klingt es eigentlich nicht besonders gefährlich. Es war schrecklich. Ich wusste nie, was die Indianer als nächstes vorhatten. Einmal haben sie mich gezwungen, zuzusehen, wie sie einen Schrumpfkopf präparieren. Oh. Sie sagten mir, dass dies die größte Ehre für einen tapferen Krieger sei. Und ich sollte nicht so betrübt gucken. Auch ich sei sehr tapfer. Ich wache jetzt noch manche Nacht schweißgebadet auf. Kommen Sie her. Ich werde heute über Ihre Träume wachen. Am nächsten Tag erreichten wir ziemlich zeitig die Ebene von Katayuma. Die Regenzeit hatte ausgedehnte Waldgebiete einige Meter unter Wasser gesetzt. Nur die Hochebene von Katayuma wurde nicht überschwemmt. An ihren Ufern hoffte ich, viele intakte Fruchtkapseln vom Kautschukbaum zu finden. Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Das Hochwasser hatte die schwimmenden Kapseln angetrieben. Man brauchte sie nur noch aufzusammeln. Nach nur 2 Tagen konnten wir mit 300 Kapseln an Bord wieder die Rückfahrt antreten. 300 Kapseln! Das bedeutete fast 6000 Samen. Unsere Stimmung war prächtig. Hier, Rosalind, trinken Sie auch einen. Ach, am liebsten würde ich die Säcke mit den Samen in den Fluss werfen. Dann müssten Sie nicht zurück nach England und würden hier bleiben. Das klingt ja wie eine Liebeserklärung. Ja. Ich werde den Auftrag zu Ende bringen. Schließlich hängt auch für mich viel davon ab. Wenn alles gut geht und ich die Samen des Kautschukbaums nach England bringe, erhalte ich die Abteilung für medizinische Pflanzen und Drogen an den Royal Gardens in Kew. Das hat Stoke mir versprochen. Stoke? Aber warum begleiten Sie mich nicht einfach nach England? Sie nannten gerade den Namen Stoke. Was ist das für ein Kerl? William Stoke, mein Chef. Im Moment noch Vizedirektor von Kew Gardens. Aber wenn hier alles gut läuft, wird er wohl in ein paar Monaten der Chef der königlichen Gärten werden. Sagen Sie mir nur eins. Fehlt ihm sein rechtes Ohr? Um alles in der Welt, ja. Werde ich denn nie Ruhe vor ihm haben? Stoke war mein Kompagnon bei der Fahrt zum Orinoco. Ach. Wir waren Freunde. Doch kurz vor unserer Reise verliebten wir uns beide in dieselbe Frau. Ja, wir wollten faire Gegner sein, also beschlossen wir, die Reise so zu machen, als wäre nichts. Danach sollte N, so hieß sie, sich für einen von uns entscheiden. Doch dann kam der Überfall der Indianer dazwischen. Unseren letzten gemeinsamen Tag werde ich wohl nie vergessen. Die Indianer hatten uns aneinander gefesselt und in eine Hütte gesteckt. Stoke jammerte ganz fürchterlich, weil sie ihm ein Ohr abgeschnitten hatten. Oh, tut das noch sehr weh? Oh, nein, aber oh, es ist so schrecklich. Hör doch endlich auf zu jammern. Wenigstens einen Moment. Man kann sich ja gar nicht konzentrieren. Wir müssen sehen, dass wir hier wegkommen. Und wie, du Schlaumeier? Du weißt doch sonst alles. Wir werden heute Nacht versuchen, unsere Fesseln durchzubeißen. Ich habe unten am Fluss ein Kanu liegen sehen. Vielleicht schaffen wir es unbemerkt, bis dahin durchzukommen. Ja, und? Habt ihr es denn geschafft? Zuerst lief alles wie am Schnürchen, Rosalind. Aber dann passierte es, kurz bevor wir den Fluss erreichen. Verdammt, ist das dunkel hier. Bist du sicher, dass die Richtung stimmt? Ich glaube, ja. Was? Was denn passiert? Wo bist du? Hier! Oh! Hier oben! Ach, du meine Güte. Wie bist du denn darauf gekommen? Du hängst ja kopfüber. Red nicht so lange! Mach mich lieber los! Ja, verdammt! Sitzt das fest? Wahrscheinlich eine Tierfalle. Ich glaube, sie sind schon hinter uns her. Ich höre nichts. Doch, da. Ich schaffe es nicht. Mein Gott, sie kommen immer näher. Ich werde alleine versuchen, durchzukommen. Du kannst mich doch hier nicht einfach hängen lassen. Damit sie uns beide kriegen. Anthony, wenn ich durchkomme, hole ich dich hier raus. Und wie ging es weiter? Nichts. Wie nichts? Ja, nichts. Ich hing noch ein paar Stunden kopfüber am Baum. Dann haben die Indianer mich gefunden und unter Triumphgeheul zurückgebracht. Gott. Wenn ich nicht auf die Idee mit der Zauberei gekommen wäre. Ich weiß nicht, was sie mit mir gemacht hätten.
Stoke habe ich danach nie wieder gesehen. Das heißt, er hat sie nicht geholt? Nein. Er hat ihnen nicht geholfen? Er hat mich einfach dort sitzen lassen, der Mistkerl. Zuerst habe ich noch gedacht, ihm wäre etwas zugestoßen. Aber als es mir nach fast 2 Jahren endlich gelang zu fliehen, erfuhr ich die Wahrheit. Stoke hatte mich für tot erklären lassen und in der Zwischenzeit eingeheiratet. Oh. Ich wollte sofort zurück nach England, um mich an ihn zu rächen. Aber er war mit ihr zu seinem Onkel nach Malaysia gezogen. Es war sowieso alles zu spät. Also habe ich mir hier eine neue Existenz aufgebaut. Hat Stoke nie etwas von dieser Geschichte erzählt? Nein. Das heißt, er musste natürlich oft die Geschichte erzählen, wie er sein Ohr verloren hatte. Aber er brach dann immer plötzlich ab und sagte, es gebe da etwas, was ihn sehr belaste. Er könne nicht weiter darüber sprechen. Wenn ich mir sein Gesicht vorstelle, diese eitle, affektierte Visage, hätte ich große Lust, ihm alle Zähne auszuschlagen. Rosalind, schmeißen Sie die Säcke über Bord. Was soll ich machen? Schmeißen Sie die Säcke über Bord! Oder denken Sie, ich lasse Sie so einfach mit den Samen nach England abdampfen? Glauben Sie, ich organisiere diese ganze Aktion, damit am Ende der Mann, den ich am meisten hasse, zum Direktor der Kew Gardens befördert wird? Nein, nein, nein! Wenn Sie die Säcke nicht über Bord werfen, dann werde ich es tun! Lassen Sie los! Oder wollen Sie mit ins Wasser fliegen? Ich werde nicht loslassen. Sie, alter Egoist! Ihnen geht es nur um Ihren Hass! An mich denken Sie natürlich nicht! Dass Sie damit auch meine Karriere kaputt machen, das ist Ihnen wohl egal! Karriere! Karriere! Na, wenigstens ist es nicht mehr die nationale Aufgabe. Wissen Sie, ich hätte als Festschmaus in den Bäuchen dieser Indianer enden können, wenn es nach Stoke gegangen wäre. Und das soll mir einfach egal sein? Zum Glück lebe ich. Und ich lebe gerne. Und ich werde jetzt aufstehen und werde so laut brüllen, dass es auch noch das kleinste Seidenohrenäffchen, das stinkendste Opossum und das faulste Faultier hört. Solange ich lebe, schwöre ich, dass ich alles unternehmen werde, diesem hinterhältigen Aasgeier Stoke das Leben zur Hölle zu machen. Anthony, Vorsicht, der Ast! Oh, das Mistding hat auch noch Dorn. Verdammt nochmal. Feuerameis! Oh. Das darf doch nicht wahr sein! Ein ganzes Nest voller Ameisen! Oh, oh. Hilfe! Ins Wasser! Ich muss ins Wasser! Anthony! Mein Gott, wo sind Sie? Nun kommen Sie doch schon auf die andere Seite und helfen Sie mir ins Boot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr Gesicht ist ja ganz rot. Und der Hals auch. Feuerameisen. Oh. Oh, das brennt wie die Hölle. Oh. Geben Sie mir bitte ein nasses Tuch. Ja. Oh. Wenn dieses kleine Missgeschick mit den Feuerameisen nicht gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich auf der Stelle alle Säcke mit den Kautschuksamen in den Fluss geschüttet. Aber ich tat es nicht. Und das war gut so. Ich hatte eine bessere Idee. Stokes ehrgeiziger Plan mit den Kautschukplantagen sollte nicht nur kläglich scheitern. Nein, Stoke, dieser arrogante Angeber, sollte bis auf die Knochen blamiert werden. Bloßgestellt als feiger Hund, der Freunde im Stich lässt, wenn es ihm nützt. Stoke, der andere für sich die Drecksarbeit machen lässt. Wie jetzt die arme Miss Elwood. Noch am selben Abend begann ich mit den Vorbereitungen meines Planes. Wir hatten nach unserer Rückkehr die Säcke mit den Kautschuksamen in meinem Haus am Fluss abgeladen und im hinteren Zimmer sicher verstaut. Es kostete mich einige Überredungskünste, Miss Elwood davon zu überzeugen, dass ich mich wieder beruhigt hatte und nichts weiter gegen ihren Auftrag unternehmen würde. Schließlich glaubte sie mir und ging in ihr Hotel zurück. Ich war allein mit meinem Burschen Pedro. Die Arbeit konnte beginnen. Wo ist denn bloß der verdammte Bohrer? Pedro? Was ist? Weißt du, wo der Bohrer ist? Ich kann ihn nicht finden. Der muss doch hier in der Kiste sein. Hier ist er. Ah, gut, danke. Du kannst mir heute Schluss machen. Danke. Nein, warte noch. Lauf zum Zollaufseher Nelson Ubarte, der wohnt in dem roten Haus am Anfang der Stadt, und sag ihm, er soll morgen Mittag zu mir kommen. Es ist sehr dringend. Aber es ist schon spät.
Du bekommst auch 2 Cruzeros extra. Na los, mach schon. Na, Stoke? Du träumst bestimmt schon von ausgedehnten Kautschukplantagen in Malaysia, Singapur oder sonst wo. Und zur Belohnung wirst du zum Direktor der königlichen Gärten ernannt. Und Königin Victoria persönlich wird dich dann noch adeln für deine Verdienste um das britische Imperium. Nicht wahr? Das denkst du dir doch so, Stoke. Sir William. Schade, dass du nicht sehen kannst, was ich hier mache. Oh, ach, verdammt. Hart sind diese Biester. Mir wäre es lieber, wenn ich deinen Kopf in dieser Schraubzange hielte. Oh ja, ich würde ihn festdrehen. Nicht zu fest. Nur gerade so, dass er sich nicht rühren kann. Und dann würde ich den Bohrer ansetzen. Und ohne Hast so ein kleines Löchlein bohren. Und dann noch eins. Und noch eins. Ja, ich höre genau, wie du jammern würdest und schreien. Aber es gibt noch viele Löcher zu bohren. Für jeden Tag, den du mich hast sitzen lassen, ein klitzekleines Loch. Leider ist es nicht dein Kopf. Doch ich werde es mir vorstellen. Immer wieder. Die ganze Nacht. So lange, bis auch die letzte Samenkapsel ihr Loch hat. Hey. Hey. Na, so gut möchte ich es auch mal haben. Ja? Ja, was ist denn los? Bis mittags im Bett liegen. Andere Leute fliegen, um diese Zeit zu arbeiten. Hast du gestern gesoffen? Was willst du von mir? Gut, dass du gekommen bist, Nelson. Also, ich werde es kurz machen. Diese Engländerin soll einige tausend Samen vom Kautschukbaum hier herausschmuggeln und nach England bringen. Bist du völlig übergeschnappt? Du weißt doch, wie scharf alle Schiffe kontrolliert werden in letzter Zeit. Jede Kiste, jeder Sack wird aufgemacht. Das kann sie nie schaffen. Doch, wenn du ihr dabei hilfst. Na, also hör mal. Wenn du die Kontrolle ihres Schiffes übernehmen würdest, wäre es ein leichtes Spiel. Ich? Ja. Ich soll dir dabei helfen? Und warum, wenn ich fragen darf? Das bringt doch nur Ärger. Und Geld. Die Dame würde etwas zahlen. Nein. Das Risiko ist mir zu hoch. Du weißt, welche Strafen die Regierung verhängt hat. Und außerdem, die Engländer müssen nicht auch noch mit Kautschuk reich werden. Ich bin Brasilianer, mein Lieber. Brasilianer. Ein Idiot bist du. Siehst du vielleicht etwas von dem Geld? Wem kommt es denn schon zum Maul und zum Arsch heraus, dass er gar nicht mehr weiß, wohin damit? Dir etwa? Lässt du dir auch Carrara-Marmor aus Italien kommen für deine Hundehütte? Lässt du deine Anzüge auch in London schneidern? Also, was nützt dir dein Patriotismus? Hier kannst du endlich auch mal ein paar Cruzeros verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei diesem miesen Geschäft mitmachen willst. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen und damit basta. Schon gut, schon gut. Man soll die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Hm. Weißt du, was ich hier in der Wanne habe? Nee. Fruchtkapseln mit ein paar tausend Kautschuksamen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich mache es nicht. Schau sie dir doch an. Danke, ich weiß, wie die aussehen. Schau trotzdem her. Fällt da nichts auf? Nein. Die sehen aus wie stinknormale Kautschuknüsse. Wo hast du denn sonst welche gesehen? Na, auf meinem Boot. Da schwimmt eben manchmal eine vorbei. Eben. Fällt dir immer noch nichts auf? Nee. Diese schwimmen nicht, die liegen platt da unten auf dem Grund. Und weißt du warum? Sieh mal her. Das winzig kleine Löchlein. Normalerweise können die Samen erst keimen, wenn die Kapsel trocken wird und aufplatzt. Jetzt kommt aber vorher schon Wasser rein und lässt die Samen keimen, ohne dass die Kapsel platzt. Verstehst du? Bevor das Schiff in England ankommt, werden alle Samen verfault sein. Hast du etwa in alle Löcher gebohrt? Ja, in alle. Das heißt, sie werden für die Engländer völlig nutzlos sein. Schlaues Kerlchen.
Schade, dass du das Geschäft nicht machen willst. Was könntest du dir nicht alles erlauben? Ist ja schon gut. Übermorgen sage ich dir Bescheid, an welchem Tag es günstig ist. Ich wusste, dass du Brasilien nicht verraten würdest. Du bist ein verdammt raffinierter Hund, Fraser. Heute ist der Tag gekommen, an dem Miss Elwood zurückfährt. Alles ist vorbereitet. Und hier endet auch mein Bericht. Er ist meine Abrechnung mit William Stoke. Das ganze Königreich soll erfahren, wer dieser Mensch ist, der vielleicht bald Leiter der königlich-botanischen Gärten wird. Ein eitler Geck, dessen Dummheit so groß wie sein Machthunger ist. Aber niemals wird es ein William Stoke schaffen, Kautschuksamen aus Brasilien zu schmuggeln, solange ein Anthony Fraser am Amazonas wohnt. Hier sind Sie. Alles ist schon startklar, nur Sie fehlen. Wollen Sie mich nicht verabschieden? Nein. Doch, natürlich. Ah. Ich habe gerade ein Manuskript zu Ende geschrieben. Ich möchte, dass Sie es mit nach England nehmen und einen Bekannten von mir geben. Er ist Redakteur bei einem Magazin. Bei den illustrierten Reise- und Abenteuerberichten. Ich schreibe schnell seinen Namen und Adresse hier außen auf den Umschlag. Ich wusste gar nicht, dass Sie schreiben. Was ist das für ein Manuskript? Auch nichts Besonderes über den Amazonas, was ich so erlebt habe. Nicht wichtig, Geschichten eben. Na gut. Und sorgen Sie dafür, dass niemand den Artikel zu Gesicht bekommt, bevor Sie ihn abgeben. Ei, ei, Sir. Ganz so unwichtig scheint er Ihnen ja nicht zu sein. Aber jetzt kommen Sie doch endlich. Ich verpasse ja mein Schiff. Was ist mit den Samen? Hat alles geklappt? Alles in Ordnung. Sie sind in der Nacht auf das Schiff gebracht worden. Gut. Anthony, ich muss Ihnen danken. Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft. Es hat mir Spaß gemacht. Sonst wäre ich nicht dabei gewesen. Es tut mir leid, wegfahren zu müssen. Ich werde Sie vermissen. Warten Sie ab, bis Sie wieder in England sind. Das geht dann schnell vorbei. So, jetzt gehen Sie. Ich mag keinen langen Abschied. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. Bestimmt. Ich komme wieder. So, glauben Sie mir doch. Das war nicht meine Absicht. Ja, warum glauben Sie mir nicht? Hey, Senor, machen Sie auf. Was? Was ist denn los? Seit Wochen geht das jetzt schon so. Sie sind nicht mehr der Alte, seitdem diese Senorita da war. Keine Nacht, in der Sie sich nicht im Bett hin und her wälzen und unverständliches Zeug murmeln. Ach, hör doch auf. Sag mir lieber, wo der Cachaça steht. Es ist nichts mehr da. So viel, wie Sie in der letzten Zeit getrunken haben. Na. Übrigens, gestern war ein Bursche da. Vom britischen Gesandten. Was? Er möchte Sie sprechen. Vom britischen Gesandten? Warum sagst du das erst jetzt? Herein. Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Fraser. Sie wollten mich sprechen. Ah, mein lieber Fraser. Schön, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich habe hier ein Schreiben von William Stoke von den Kew Gardens. Sie werden hier als ein sehr kompetenter Mann bezeichnet, was Ihre Kenntnisse über die Biologie und Lebensbedingungen des Kautschukbaumes angeht. Ein Schreiben von Stoke, Sir? Ja, um es kurz zu machen. Er bittet Sie, sobald wie möglich mindestens 10.000 Samen vom Kautschukbaum nach Großbritannien zu schaffen. Sie erhalten alle Unterstützung, die Sie brauchen. Moment, ich komme nicht ganz mit. Und was ist mit dem Boot, das vor einiger Zeit schon Samen nach England bringen sollte? Das hat dort wohl einige Probleme gegeben. Deshalb gibt es ja den neuerlichen Auftrag an Sie. Stoke schreibt, dass ich ihm bei seinem Geschäft helfen soll. Ja. Das ist doch wohl ein Witz. Das scheint mir nicht so. Der Brief trägt das Siegel von Ministerpräsident Disraeli. Hier steht's, das Unternehmen ist für unsere nationale Wirtschaft von allergrößter Bedeutung und findet meine volle Unterstützung. Um politische Verwicklungen zu vermeiden, kann die britische Regierung aber in dieser Sache nicht offen auftreten. Mr. Fraser kann im Falle des Misslingens deshalb nicht auf unsere Hilfe rechnen. Mich auf andere Leute Hilfe zu verlassen, das habe ich schon lange aufgegeben. Was hat Stoke nur vor? Wieso gibt er ausgerechnet mir den Auftrag? Überlegen Sie sich nicht zu lange. Ich muss London Bescheid sagen. Steht da nicht, welche Probleme es mit den ersten Kautschuksamen gegeben hat? Nein, hier steht nichts weiter. Nur, dass sich Mr. Stoke sehr freut, dass Sie wohlauf sind und mit Spannung Ihr Wiedersehen erwartet.
und mit Spannung das Wiedersehen erwartet. Gut. Melden Sie London. Ich nehme den Auftrag an. Auf Wiedersehen, Mr. Fraser. Senor, Sie stürzen sich bestimmt ins Unglück. Fahren Sie nicht nach England. Wenn Stock geglaubt hat, dass ich kneife, dann hat er sich getäuscht. Er wird Sie reinlegen, dieser Stoke. Nach allem, was Sie mir erzählt haben über ihn. Bleiben Sie hier. Ich werde mir Genugtuung verschaffen. Warum wollen Sie Brasiliens Schatz rauben und ihn den Engländern in den Rachen werfen? Wenn ich's nicht mache, macht's ein anderer. Was die Engländer wollen, bekommen sie auch. Dieser Stoke wird Sie noch zu Fall bringen, Senor. Irgendwas hat er noch in der Hinterhand. Wenn er versucht, mich reinzulegen, wird das bereuen, das verspreche ich ihm. Ich habe schon eine Idee. Mein Herr, suchen Sie ein Mittel, das Sie für jede Frau unwiderstehlich macht? Dann kommen Sie nur näher. Hier finden Sie alles. Schlangenköpfe, Opossumschwänze. Hör auf und gib mir lieber ein Cachaça. Ach du, Fraser. Ich hab keine Schnapsbude, merkt ihr das? Hörst du die Geier schreien? Seit einigen Wochen geht das schon so. Geier sollten ihre Arbeit ruhig verrichten, wie es immer war. Das da ist kein gutes Zeichen. Ich brauche deine Hilfe. Besorge mir so schnell es geht ausgestopfte Krokodile, Faultierbälge, Glücksfiguren. Also all dieses Zeug, dem die Leute hier magische Kräfte zusprechen. Diese Dinge haben Zauberkräfte. Ich weiß. Und groß müssen sie sein. Ich brauche mindestens 50. Nein, besser 100. Wo soll ich die denn so schnell herkriegen? Das ist dein Problem. Ich werde gut zahlen. Bring sie mir nach Haus. Und es braucht keiner etwas davon zu erfahren. Kommen Sie rein, Fraser. Nein, kommen Sie besser raus, Sir. Wie bitte? Kommen Sie raus auf die Straße. Da sehen Sie das Ergebnis meiner Arbeit. Aber wie soll ich das verstehen? Sie können doch nicht so öffentlich... Kommen Sie nur. Kommen Sie, Sir. Was soll das, Fraser? Diese Krokodile, Figuren, Riesenschlangen... Das ist die bestellte Ware. Morgen werden diese Sachen auf unser Schiff gebracht werden. Aber das sind doch lauter ausgestopft. Ausgestopft? Ja, wie können Sie sowas sagen? Jede dieser Kostbarkeiten ist angefüllt mit einem guten Geist, der Glück und Reichtum auch nach Großbritannien bringen wird. Ah, ja, sicher. Sehr gut. Aber mussten Sie denn das jetzt so öffentlich... Ja, Sir, alles Figuren für das britische Museum. Nicht billig, das Ganze. Natürlich ist keine dieser Figuren echt. Die ganze Gegend weiß, dass ich Kultfiguren gesucht habe. Jetzt lachen sich alle ins Fäustchen, weil sie mir mit falschen Figuren so viel Geld aus der Tasche gezogen haben. Niemand käme auf die Idee, diese Figuren kontrollieren zu lassen. Großartig, Fraser. Einfach großartig. Ich verrate Ihnen noch was, Sir. Eine dieser Figuren ist wirklich echt. Aber das ist meine private Glücksfigur. Leben Sie wohl, Sir. Morgen werde ich in See stechen. Meine Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Sir, wir haben gerade im Hafen von Portsmouth angelegt. Wollen Sie nicht an Deck kommen? Sir? Nein, ich möchte nicht. Nein, er möchte nicht. Ich verstehe das nicht, er hat sich schon während der ganzen Fahrt etwas eigentümlich genommen. Sir, Sie müssen es schon mal selbst versuchen. Anthony, ich bin's, William Stoke. Kann ich reinkommen? Die Tür ist offen.
Mensch, Anthony. Wie lange ist es her, dass wir uns nicht gesehen haben? 15 Jahre und 7 Monate. Wie du das so genau... Du hast dich kaum verändert. Du bist dicker geworden. Eigentlich ein Wunder bei dem Essen hier. Tja, du hast es also geschafft. Tja, ich habe es geschafft. Wo hast du denn die Kautschuksamen? Dort. In diesen Figuren. Oh, das ist ja raffiniert. Kann ich sie direkt mitnehmen? Ich werde mich um alles weitere kümmern. Musst ja furchtbar müde sein. Ich habe dir ein Hotelzimmer reserviert. Einer meiner Leute wird dich dorthin bringen. Halt! Nicht so schnell. Denkst du, ich lasse mich so einfach abschieben? Was ist denn aus den ersten Samen geworden, die Miss Elwood mitgebracht hat? Sie sind alle schon auf der Fahrt gefault. Ein dummes Missgeschick. Ein Missgeschick? Aha. Und der Artikel? Hast du meinen Artikel gelesen? Deinen Artikel? Was für ein Artikel? Ich wusste gar nicht, dass du einen Artikel geschrieben hast. Ich wusste ja nicht mal, wo du warst, bevor mir Miss Elwood von dir erzählte. Wenn ich das geahnt hätte, dass du ganz allein in Brasilien rumhockst, ich hätte dich längst rausgeholt. Spar dir deine Worte. Was hat dir Miss Elwood erzählt? Wie sehr du ihr geholfen hast. Sie hat sich ganz schön für dich ins Zeug gelegt. Mich hat es auch einige Überredungskünste gekostet, dir den Auftrag zukommen zu lassen. Aber das war ja selbstverständlich. Das muss man doch machen. Für einen alten Freund. Wofür? Für einen alten Freund? Hast du gesagt, für einen alten Freund? Warum hast du mich bei den Indianern im Stich gelassen? Du wolltest doch, dass ich dort verrecke. Und jetzt spielst du dich als großer Wohltäter auf. Anthony, Anthony, beruhige dich. Komm, wir reden später drüber. Ich nehme jetzt die Kautschuksamen und bringe dich dann zu einem schönen kleinen Hotel, wo du dich ausruhen kannst. Anthony, nirgendwo wirst du mich hinbringen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Was soll das? Willst du wieder den starken Mann spielen? Halt die Schnauze. Anthony, was soll das? Halt endlich die Schnauze. Lass mich los. Bringen Sie ihn weg. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich verstehe. Das ist ein abgekartetes Spiel. Und ich, Idiot, bin natürlich darauf hereingefallen. Bringen Sie ihn endlich weg. Ja, los, kommen Sie, kommen Sie. Ich warne dich. Lass die Finger von den Samen. Wer sich an meinem Glück vergreift, wird es bereuen. Ruhe, bitte, Ruhe. Gerichtsdiener, würden Sie bitte für Ruhe sorgen? Diese Frau lügt. Angeklagter, ich ermahne Sie nun zum letzten Mal. Miss Elwood, können Sie den Ablauf bitte noch einmal von Anfang an erzählen? Ja. Das ist ja eine ungeheure Anschuldigung, die Sie da vorbringen. Mr. Stoke kam am späten Nachmittag in Kew Gardens an. Er war sehr guter Laune und verschwand sofort mit all diesen Figuren und ausgestopften Tieren in einem Gewächshaus. Allein. Dann öffnete er die Figuren und steckte die Samen in die Erde. Plötzlich hörten wir da drinnen einen kurzen Schrei. Wir schauten durch die Fenster, aber Mr. Stoke winkte nur, dass alles in Ordnung sei. Nach einer Stunde... Mr. Fraser, ich weiß nicht, was es da zu grinsen gibt. Bitte verzeihen Sie. Fahren Sie fort, Miss Elwood. Mr. Stoke war seltsam euphorisch, als er aus dem Gewächshaus kam. Naja, zuerst haben wir seine anhaltend gute Laune noch auf den Erfolg der Aktion zurückgeführt. Schließlich waren ja nach wenigen Tagen auch hunderte der Samen aufgegangen. Aber später ist uns dann sein Verhalten doch etwas merkwürdig vorgekommen. Er spielte uns Streiche wie ein Kind. Überhaupt war es, als wenn er wieder zu einem Kind würde. Sogar die Stimme veränderte sich. Er war immer ein Waschlappen. Mr. Fraser, zum allerletzten Mal. Bitte erzählen Sie weiter. Naja, dann wurde er ja auch bald in das Heim gebracht. Wissen Sie, wie es ihm jetzt geht? Wer haben Sie ihn besucht? Die Pfleger haben gesagt, dass er ein sehr angenehmer Patient ist. Wenn es bei der Schwere seines Zustandes nicht so komisch klingen würde, könnte man fast sagen, er wirkt überaus glücklich. Wie ein glückliches Kind. Miss Elwood, Sie haben unmittelbar nach den Vorfällen zu Protokoll gegeben, dass der hier angeklagte Mr. Fraser schuld an Mr. Stokes Krankheit sei. Ja. In Ihren Ausführungen habe ich dafür aber keinen Anhaltspunkt gefunden. Er hat ihn verzaubert. Können Sie das vielleicht etwas näher erklären? Er hat ihn verhext. Das hat er von den Indianern gelernt. Herr Richter, er ist ein Magier. Er hat es mir selbst erzählt. Miss Elwood, wir sind hier nicht in einer Erzählung von Edgar Allan Poe. Wir leben im ausklingenden 19. Jahrhundert.
Und Sie erzählen mir etwas von Zauberei und von Magie. Sie sind doch Wissenschaftlerin. Haben Sie denn keine Beweise für Ihre Behauptung? Es waren alles Kultfiguren. Die wir eingehend untersucht haben. Ohne Erfolg. Das bringt uns doch nicht weiter. Ich danke Ihnen, Miss Elwood. Sie können wieder Platz nehmen. Ja. Ich denke, die Sache ist eindeutig. Im Namen des Hohen Gerichtes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Ein Verschulden an Mr. Stokes seltsamer Krankheit konnte nicht nachgewiesen werden. Die Verhandlung ist hiermit geschlossen. Guten Tag, Anthony. Oh, Miss Elwood. Wollen Sie mich etwa zum Schiff begleiten? Anthony, bitte. Ach, bin ich froh, wenn ich erst wieder brasilianischen Boden unter den Füßen habe. Nehmen Sie mich mit? Soll das ein Witz sein? Erst versuchen Sie, mich in den Knast zu bringen, und dann soll ich Sie mitnehmen. Aber gut, dass ich Sie noch einmal sehe. Warum haben Sie mein Manuskript nicht abgegeben? Weil ich es auf der Überfahrt gelesen hatte. Das sollten Sie doch nicht. Ich hatte da so eine Ahnung. Aber ich hätte nie gedacht, dass Sie ein so rachsüchtiger und egoistischer Mensch sind. Wie konnten Sie mich so hintergehen und für Ihre Zwecke missbrauchen? Warum sind Sie hergekommen, um mich zu beschimpfen? Ich möchte, dass Sie mich nach Brasilien mitnehmen. Glauben Sie wirklich, dass das eine gute Idee wäre? Gut, ich war nicht fair zu Ihnen. Ich habe Ihr Vertrauen missbraucht. Es ging nicht anders. Ja. Aber dafür wollten Sie mich jetzt in den Knast bringen. Wir sind quitt. Nicht ganz. Wissen Sie, dass Stoke vor 15 Jahren 2 Suchtrupps losgeschickt hat, die Sie befreien sollten? Der erste kam nie wieder. Und der zweite fand auch nur die Leichen der Männer aus der ersten Gruppe. Daraufhin hat man trotz Stokes Protest die Suche eingestellt und sie nach einem guten Jahr für tot erklärt. Woher wissen Sie das? Stoke hat es mir erzählt. Ach, alles Geschichten. Das hat er doch für Sie erfunden. Nein, Anthony. Ich habe seine Angaben überprüft. Es stimmt alles. Als ich ihm erzählte, dass Sie leben, hat er sofort alles unternommen, um Ihnen zu helfen. Aber Sie hatten ja nichts Besseres zu tun, als direkt auf ihn loszugehen. Es hat ihm nicht geschadet. Außerdem glaube ich Ihnen kein Wort. Ich bin noch nicht fertig. Ich wollte Ihnen noch etwas zeigen. Hier, in diesem Kästchen. Vorsicht, nicht anfassen. Ich wusste, dass Sie es kennen würden. Eine harmlos aussehende kleine Nuss mit Stacheln. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Die Stacheln sind mit dem Extrakt einer mir unbekannten Droge bestrichen. Es muss eine Droge sein, die einen in die Kindheit zurückfallen lässt. Wie sind Sie darauf gekommen? Als sich das Verhalten von Stokes so merkwürdig veränderte, ging ich in das Orchideenhaus und schaute mich um. Auf dem Boden lagen noch all die geöffneten Figuren und Tiere. Ich wusste nicht, was ich suchte. Aber plötzlich fiel mein Blick auf eine Figur, die mir bekannt vorkam. Ich hatte sie schon irgendwo gesehen. Aber wo? Es war eine gedrungene Vogelfigur aus Kautschuk. Auf einmal wusste ich, woher ich sie kannte. Die blinde Kabokla in Belen hatte mir von ihr erzählt. Ich habe ihre Worte noch genau im Ohr. Sie erzählte von einem Indianerjungen, der eine solche Figur auf seine Wanderung mitgenommen hatte. Eine Glücksfigur. Das Glück, hatte sie gesagt, versteckt sich vor den neugierigen Blicken der Menschen. Niemals darf man eine solche Figur öffnen. Denn das Glück mag sich nicht nackt zeigen. Wer es dennoch tut und das Glück wirklich darin findet, wird so von ihm überwältigt, dass er wieder zu einem Kind wird. Das hat sie gesagt. Auch Stoke ist wieder zu einem Kind geworden. Ich vermutete, dass es sich um eine unbekannte Droge handeln müsse. Und dann fand ich diese stachelige Nuss. Sie muss sich in der Glücksfigur befunden haben. Etwas später fiel mir dann auch ein, wo ich die Figur schon mal gesehen hatte. In Ihrem Haus. Jetzt war mir alles klar. Wenn jemand anders als Sie die Figuren öffnen würde, und der andere konnte nur Stoke sein, würde er mit der Droge in Berührung kommen.
Das war ihr Plan für den Fall, dass Stokes sie hereinlegen sollte. Wenn Sie das alles schon während der Gerichtsverhandlung wussten, warum haben Sie nichts davon gesagt? Zuerst wollte ich alles erzählen. Sie hätten es verdient. Aber dann kam mir eine bessere Idee. Sie wissen, dass mein Spezialgebiet die Pharmazie ist. Wenn ich Sie jetzt nicht ins Gefängnis bringe, habe ich mir gedacht, könnten Sie mir helfen, diese und andere tropische Drogen und Arzneimittel zu finden. Sie scheinen sich mit diesen Dingen gut auszukennen, also nehmen Sie mich mit. Das klingt ganz nach Erpressung. Was für ein unschönes Wort. Nennen Sie es ein Angebot zur Zusammenarbeit. Außerdem... Ja? Ich erinnere mich an ein paar wunderschöne Stunden. Nein, 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 da spiele ich nicht mit. Hier in England haben Sie mich vielleicht in der Hand. Aber in Brasilien? Es könnte sein, dass die Brasilianer erfahren, wer die Kautschuksamen herausgeschmuggelt hat. Sie glauben wohl, Sie hätten an alles gedacht. Aber eines haben Sie vergessen. Was machen Sie? Oh. Die Nuss! Lassen Sie die Nuss los! Sie werden wie Stoke! Glücklich. Sie bluten. Anthony, warum hast du das gemacht? Damit hätten Sie nicht gerechnet, was? Ihre ganze schöne Karriere. Man darf das Glück nie herausfordern. Ich hätte Brasilien nicht verlassen sollen. Jetzt kehre ich zurück. Ganz warm wird es schon. Ich habe Durst. Haben Sie etwas zu trinken für mich? Machen Sie eine Reise? Wohin fährst du? Wohin fährst du, Miss? Fährst du mit dem Schiff? Wenn ich einmal groß bin, werde ich auch in die Welt fahren. Ich werde alles sehen. Ich werde alles sehen. Mein Daddy sagt, ich muss noch warten. Ich glaube, die ganze Welt ist schön. Hast du schon die Pyramiden gesehen? Sind sie wirklich so groß? Neben uns wohnt einer, der kommt aus Ägypten. Er ist ganz dunkel. Immer wenn ich zu ihm gehe, erzählt er mir eine Geschichte. Kennst du auch Geschichten? Wohin gehst du denn? Nimmst du mich mit? Hey, Miss! Sie hörten Die Glücksfigur von Martin Berg. Es sprachen Anthony Fraser, Walter Renneisen, Rosalind Allwood, Donata Höffer, William Stoke, Matthias Ponier, Kabokla, Elisabeth Scherer, Nelson Ubarte, Jürg Löw, britischer Gesandter Werner Runzhagen, Pedro, Volker Niederfahrenhorst, Richter Ernst August Schepmann. Ferner wirkten mit Lothar Ostermann, Aljoscha Sebald, Reinhard Schulert und Daniel Brühl. Technische Realisation Dieter Stratmann und Gabriele